Seven vs. Wild, die nächste Folge ist auch nicht ganz so lang, 36 Minuten nur. Gucci. Sponsored by Rhino Shield. Ja, ich habe natürlich schon vorgespult, Leute. Gehen wir direkt los. Da ist unser Man Fabio. Und, ah ja, genau. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und es sah sehr wackelig aus. Ich bin sehr gespannt, ob es gleich hält. Weil die Frage gerade kommt, könntest du dir vorstellen, damit zu meinen? Ich habe es ja schon ganz oft gesagt, ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Auch wenn es mich, weil ich es irgendwie interessant finde, aber ich glaube, ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin zu wehleidig und eine zu große Memme. Ich habe heute Podcast aufgenommen. Podcast ohne richtigen Namen mit Jochen und Georg. Wir haben natürlich wieder über Seven vs. Wild geredet. Und Jochen würde sich zutrauen, hat er gesagt. Und ich weiß nicht, ob ich Kontakt aufnehmen kann zu Fritz Meinecke oder so. Aber ich würde harte Dollars zahlen, um Jochen Dominikus bei Seven vs. Wild nächste Staffel zu sehen, Leute. Absolut. Absolut. Ich hätte so Bock. Allein wenn ich schon höre, was er für... Eines der Items, die er mitnehmen wollte, war ein Buch über Pilze. So viel dazu. Also das wäre der absolute Knaller. Ey, das hält ja noch nicht mal, also das wackelt ja jetzt schon, ohne dass er drauf ist. Wenn ich sehe, wie diese Stöcke da hin und her, das, wie soll das gehen? Ich glaube, nee, es gibt keinen. Und er müsste sich doch drauflegen, shit, nicht so einzeln draufstellen. Das ist nix. Das ist gar nicht. Schade. Aber da ist abzusehen, dass meine Schnürsenkel weg sind. Da habe ich keinen Bock drauf. Fuck. Schade. Es ist aber auch eine wackelige Konstruktion, oder? Wenn er da einfach die doppelte Anzahl von Stäben hätte und sich dann einfach nur drauflegt, dann könnte es ja sogar gehen, aber das ist erstaunlich. Nee. Und weil ich hier in der Mitte bin, ist rum. Erstaunlich flapsig für Fabio. Okay. Shit. Das ist ja noch nicht mal ein Floß, Mann. Da sind einfach nur Stöcke aufeinander gelegt. Okay, er nimmt die Schnürsenkel wieder mit. Naja, um eine Erfahrung reicher. Ja. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich mir hier raus eine Pampers baue. Ey, ich habe eine Idee. Ich habe die übelste Idee. Das wird so scheiße aussehen, aber ich glaube, ich mach's. Moment. Und zwar hier oben steige ich rein. Das ist mein Gürtel. Hier kann ich zumachen. Hier unten habe ich ja eh schon Löcher. Die verbinde ich einfach. Da gehe ich mit den Beinen durch. Scheiße, passt da meine Oberschenkel überhaupt durch? Oder muss ich eher einen Rock bauen? Die Frage ist ja wohl eher, ob das um meine Hüfte passt. Wir haben ein Stück Schnur. Das lege ich mir jetzt um die Hüfte rum. Zack, das geht bis hier. Das ist meine Hüftlänge. So. Oh, Alter. Es geht einfach direkt auf. Ey, wisst ihr was? Ich probiere es einfach. Ich mache das jetzt einfach weil ich es lustig finde. Hier zwei ovale Löcher, dass das wie so ein Pampers-Ding ist. Naja, klar. Also das hätte mir auch keiner sagen können, dass ich meine Schlafsackhülle zu einem Lendenschutz baue. Aber wofür den Lendenschutz? Ach, jetzt raff ich's. Natürlich, er will ja das Floß im Wasser bauen. Jetzt weiß ich's wieder, ja. Er hat ja seine Unterhose abgegeben und er will ja nackt im Wasser das Floß bauen. Und damit er es filmen kann, hat er sich jetzt einen Rock gebaut. Verstehe. Ja, scheiße. Alter! Fuck, das geht nicht! Ich mache echt einen Schlüpfer draus. Also wenn ich dafür keinen Daumen nach oben kriege. Leute, der hat sich eine Unterhose selbst gebastelt. Dann weiß ich aber auch nicht. Sagt ehrlich, wie findet ihr's? Geil, Respekt. Ich hab einen Schlüpfer. Ich denke mal, an Tag 7 stelle ich mich so ans Ufer. Sagt, holt mich heraus! Und jetzt gehen wir mal runter ins Wasser und bauen den Kahn zusammen. Jetzt wird's also, ernst. Echt schon, jetzt wird's richtig ernst. Sieht ein bisschen gequetscht aus. Ganz kurze Panikattacke, denn ich habe eine Sache überhaupt nicht bedacht.
Und zwar mache ich ja nur die äußersten fest. Wenn jetzt aber das Boot sinkt, dann drückt es die ja quasi hoch. Ich probiere mich einfach aus, ob aber so du liegst ja drauf. Mache ich die drunter. Okay, erstmal rein. Aber du liegst ja drauf. Oh, ich freue mich schon, ehrlich gesagt, freue ich mich am meisten auf das Floß von Chris. Der kann schon rein. Komm. Der kann auch rein. Hätte mir das mal anzeichnen sollen. Egal. Egal! Einfach machen jetzt. Einfach durchziehen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das muss doch schon mal. Wie Holz, wie das ist. Okay, jetzt muss ich die anderen ja schon drauf machen. Ja. Damit ich den Abstand weiß. Okay. Ich krieg Bock, einen Floß zu bauen, ehrlich gesagt. Aber nur mit dem richtigen Werkzeug und Unterhose. Ich habe keinen Bock, einen Rucksack als Lendenschutz zu tragen. Macht eigentlich keinen Sinn, dass die hier oben drauf liegen. Das ist Bullshit. Weil die sorgen, die geben ja keinen Auftrieb. Wenn die nicht fest sind, geben die keinen Auftrieb. Ja, mach sie doch fest. Die müssen mit unten rein. Und dann sitze ich auf diesen beiden Balken. Ein Arsch hier, beide Beine da vorne. Leben in der Lage. Auch ein super Tipp von mir. Mach sie doch fest. Aber wenn die jetzt einfach nur da drunter schwimmen, Stunde ist der das Wahrheit. Dann ein Floß? Also ich habe alles festgezurrt. Und ich habe auch alle Gurtbänder einmal so nach innen gemacht, damit ich auch vom Sitzen überall nochmal rankomme. Weird. Das ist mein Navigationsstabstock. Ne, hier brauche ich nicht drauf treten. Also, jetzt muss ich hier noch raus aus dem Hafen. Wir werden sehen, ob die Schiffstaufe von Floki, dem Schiffbauer, standhält. Oder ob wir jämmerlich baden gehen gleich. Es ist auch ein rauer Seegang heute draußen auf dem Ozean. Naja, gut, er geht nur auf die... Das Schlimmste ist mein Schlüpfer. Ach du Scheiße, also ich habe es mir nicht so wackelig vorgestellt. Oh, fuck. Eine Minute. Oh, das ist so krüppelig. Boah, das ist echt nicht ohne. Scheiße. Wollt ihr nicht bis zu dem Stein da hinten rudern? Aber ich muss mich gut konzentrieren. Sonst geht das Ding hier unter. Okay, wir sind auf jeden Fall schon einen Meter. Aber ich will noch einen Mühe raus. Ich glaube, ich hatte ein bisschen große Fresse mit. Ich fahre bis zum Felsen da vorne. Ja, das Gewicht ist halt nicht so optimal verteilt, ne? Ich mache die Gondoliere wie in Venedig. So, der Kahn schwimmt auf jeden Fall schon seit locker über einer Minute. Jetzt kommt es natürlich noch auf die Tiefe drauf an. Hier, bis runter. Das ist auf jeden Fall ein Meter. Das ist Armspannweite. Das heißt, Armspannweite ist bei mir auf jeden Fall fast 2 Meter. Also sagen wir mal so 1,60 bin ich auf jeden Fall raus. Jetzt müssen wir... Scheiße, mich treibt es ja voll ab. Ich versuche dort drüben irgendwo anzulanden. Ah, fuck. Nee, optimal. Erstmal ein Selfie-Stab. Der Typ, Alter. Ach komm, treib mich einfach. Einfach treiben lassen. Das sieht auch komisch aus, oder? Genau so pausiert. Ich würde sagen, Challenge ist geschafft. Und jetzt muss ich aber mal wieder an Land. So, ich versuche da drüben links wieder reinzukommen. Das ist genau die Stelle, wo ich angelandet bin. Na, hier ist schon gut tief jetzt, ey. Aber Respekt. Also, Challenge bestanden, nicht so gut, wie ich es eigentlich von ihm gewohnt bin, aber... Alter. Er hat's geschafft. Holy shit. Oh.
Oh, das riecht blau hier. Richtige Blutergüsse. Von meinem Schlüpfer. Yes! Challenge Tag 5 geschafft! Nicht schlecht. Ohne Unterhose und Floß gebaut. Alter, das riecht hier wie in so einem scheiß Esoterikladen hier. So, hier, Chris könnte das geilste Floß von allen. Er hat das Potenzial dazu, dass das geilste Floß wird. Ich bin gespannt, ob er es ins Wasser kriegt. Ich möchte zu McDonald's. Aber das ist clever, die Stämme da so quasi einzuklemmen. Er hat natürlich auch eine Säge, er hat das Werkzeug. Aber was eine Arbeit, ey. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich wirklich sage, ich könnte jetzt aufhören mit Seven vs. Wild. Aber diesen Aufwand hier, halt mir selber zuzuschreiben. Ich hätte es ja anders machen können. Wollte ich aber nicht. Bin zufrieden mit meiner Arbeit. Und wenn ich zufrieden mit mir bin, habe ich ja schon gewonnen. So sieht's aus. Schnauze voll. Jetzt kommen die Äste darauf. So, hier, das erste Stück. Dann mache ich mal hier vorne hin. Das zweite. Die können ruhig innen drin so ein paar Lücken haben, ist kein Problem. Hauptsache, die rollen nicht weg im Endeffekt. Ich brauche, glaube ich, noch einen Baum. Ja. Warte mal. Ich nehme mal das dicke Ende hier hin. Naja, sie nähern es eben alle hier. Nicht ganz parallel, ne? Aber ich kann zumindest drauf sitzen. Und wenn ich da drauf sitze, mache ich einfach den hier. Und meine Füße sind nicht im Wasser. Es ist vollbracht. Mein Floß. Das könnte klappen, Leute. Das sieht ein bisschen aus wie das Auto von Fred Feuerstein, aber es könnte klappen. Ja, schaffe ich heute bloß nicht mehr, sonst wird es dunkel. Aber ich kann hier ohne Probleme drauf sitzen und hier drauf wackeln. Und das verschiebt sich gar nichts, weil die alle Stoß an der Kante anliegen. Sind unten noch ein bisschen angeschnitzt, dass sie eine gerade Aufliegefläche haben. Aber würde auch funktionieren ohne das. Aber egal, jetzt haben wir es. So. Jetzt muss das Ding bloß irgendwie noch bewegt werden. Und das war das Geräusch, was das Problem. Alleine dieses Ding. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ich mache jetzt das Geräusch von Fred Feuersteins Auto, bevor ich einfach ins Mikrofon mache. Naja, alle denken, hat er einen Schlaganfall. 400 Kilo. Oder? Doch. 300, 400 Kilo. Also mindestens 300 Kilo. Sagen wir mal 350 Kilo. 350 Kilo. Oh doch! Ruah! Alter, ich bin aufgeregt. Okay, Schuhe aus, Hose aus. Jetzt mal die Steine wegräumen hier. Die sind auch nicht wirklich leicht. Boah. Ah. Ich habe jetzt hier so einen Stab dabei. Ein Stab. Ist einfach nur zum Abstoßen von plus 7. Dass ich mich abstoßen kann. Mana Regeneration. Irgendwo gegenlaufe. Ich habe nämlich kein Paddel. Okay, Leute. Ach, hey, das Scheiße, ist eng, Gänge. Das ist eng. Das ist Gänge kommen hier. Oh, doch, es passt. Aber es scheint stabil zu sein. Guck mal, wie der das da ziehen kann, nur an dem Ding da. Wow. Perfekt von der Breite, er hat es ja vorher ausgemessen. Respekt, Chris, Alter. Respekt. Ob es schwimmt, sehen wir jetzt. Aber ich habe ein gutes Gefühl, diese zwei Riesenstämme da an der Seite. Okay, also es schwimmt schon mal. Gewicht eigentlich gut verteilt. Aber ein bisschen mehr Auftrieb wäre nicht schlecht. Ja, der Auftrieb ist das, ne? Vielleicht hätte er noch so ein bisschen... Nicht, dass das irgendwie nach vorne kippt oder so. Ja, das ist, was ich meinte, ne? Der linke hier, der ist halt, hat halt keinen großen Auftrieb. Der ist halt sehr schwer durch das ganze Harz. Scheiße, zu wenig Auftrieb. Nein! No! Einfach zu wenig Auftrieb. No! Ah, schade, Mann. Fuck. Egal.
Versuch war es wert. Ich versuche trotzdem rauszukommen irgendwie. Der Baumstamm, der linke Baumstamm hat ihn verraten. Naja, also. Boah, ich werde gar nicht stoppen hier. Oh, wie ärgerlich. So viel Arbeit. Ich hätte es ihm gegönnt, ganz ehrlich. Oh, wie ärgerlich. Der ganze Aufwand, der ganze Tag endet so. Ist einfach zu schwer. Du brauchst Holz, was wirklich wie so ein Schwemmholz, was richtig trocken ist, was einfach so einen Auftrieb hat, weil das hier ist, auch wenn der Baum tot war, voller Harz. Der Balken ist unglaublich schwer. Aber vielleicht kann er es noch irgendwie retten. Aber ich weiß auch nicht wie. Und ich wollte am Dienstag schön mit meinem Floß zum Booting gepaddelt kommen. Naja. Man muss aber sagen, dass meine Klemmfunktion, also hier die Klemmvorrichtung, ne, die hält einwandfrei. Nur der Auftrieb fehlt. Was denn eigentlich ein Sinn ist von einem Floß. Also umdrehen meint ihr? Das Floß sozusagen umdrehen? Das ist eine gute Idee. Die Sitze haben sich auch ein bisschen erledigt hier, weil die Treppe... Vielleicht würde das klappen. Die haben natürlich auch... Wenn die Hölzer, auf denen er sitzt, quasi... Wenn ich es runtergehe, kommt es eh nach oben ins Floß, aber ich bin einfach zu schwer dann. Aber es ist gerade schön im Wasser so ein bisschen. Ich glaube, ich schwimme mal eine Runde oder so. Tim Martin. Hallo Freunde, heute Abend habe ich wieder geschnitzt. Ich habe eine einäugige Schlange gemacht. Sie heißt Karl. Das ist Karl, die einäugige Schlange. Und natürlich sage ich euch Bescheid, wenn ich das Werkstück trenne. Das ist Karl. Karl ist ein einäugige Schlange. Gefährlich und hochgiftig. Oh mein Gott. Ah, schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, Martin und seine Werkstücke. Mal sehen, was ich morgen schnitze. Keine Ahnung. Also, ich bin bei dem Floß. Hätte ich jetzt mich ein bisschen enttäuscht, dass keiner das hingekriegt hat. Die Wurzeln gehalten haben. Und das Teil liegt hier die ganze Zeit im Wellengang. Und die zwei Baumstämme, die ich festgemacht habe an den vier Punkten, ist alles noch dran. Keine Ahnung, wie ich den Oschi hier hochbekommen habe, aber zu groß für die Feuerstelle. Naja, ich habe auf jeden Fall noch nicht genug. Da liegen noch ein paar und halt das große Ding, aber für die Nacht brauche ich noch mehr. Aber es wird langsam echt knapp. Also es ist echt Wahnsinn, was ich als einzelne Person hier oben abgegrast habe. Und unten am Fluss. Also die dürfen keine Bäume fällen, ne? Weil eigentlich hat er. Ah, ne, er hat ja auch gar keine. Also, wenn man Axt. Keine Säge hat. Hätte ich eine Säge, würde ich da hier sowas noch holen und so. Aber es geht ja immer nur das, was ich so mitnehmen kann oder brechen kann oder wie auch immer. Ja, total krass. So, noch so ein Oschi gefunden. Ich hoffe, das reicht heute Nacht. Ich habe aber noch kein kleines Holz. Heute der Tag war crazy, als es mir heute Vormittag so schlecht ging, körperlich. Zum Glück habe ich mich da nochmal gefangen, indem ich einfach weitergemacht habe, indem ich mich gezwungen habe, aufzustehen, was zu trinken, die Blaubeeren zu suchen und so weiter und so fort. Und seitdem ich mich dann aufgerafft hatte und auch das Floß gebaut habe und so weiter ausprobiert hatte, geht es mir richtig gut. Also ich spüre so richtig Energie wieder in mir. Was allerdings gerade schwierig ist, dass ich meine Kids und meine Frau vermisse. Ich möchte meine Frau einfach fragen, wie war ihr Tag? Was das hat er schon mal gesagt. Und, wie war dein Tag? Das ist auch so, dass... Das ist gerade... Ist ja irgendwie sweet, aber irgendwie so, wenn ich da einsam auf einer Insel gestrandet wäre, das letzte Mal, ich denke, ich würde einfach sie fragen, wie war dein Tag? Ja, ich war im Büro und da habe ich einen Anschiss von meinem Chef gekriegt. Ja, aber also wie gesagt, dieses hier an sich... draußen alleine sein, das Zeug machen, Hunger haben und so weiter. All das ist aber ich meine, ich weiß absolut gar kein Problem für mich. Aber Familie, die Normalität fehlt. Ist nicht geil. Das ist echt mies so. Und ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht in so ein mentales Ding reinrutsche, weil ich mir gerade sage, noch drei Nächte. Am Morgen ist Tag 6.
dann sind es noch 2 Nächte und 2 Tage. Und ich habe jetzt 5 Tage schon geschafft. Jetzt kommt die 5. Nacht. Und jetzt irgendwie einzuknicken wegen einem Telefonat ist halt Blödsinn. Und da muss ich gerade aufpassen, dass ich da nicht immer weiter reinrutsche und mir sage, ey, jetzt hast du es fast geschafft. Und ja, genau. Ja, ansonsten schöner Sonnenuntergang. Ich habe noch Holz hochgeschleppt, muss jetzt gleich noch so ein bisschen Zunder machen. Und dann hoffe ich, dass die Nacht nicht so wird wie die letzte. Es ist ja auch krass für uns als also für uns als Zuschauer ist es ja auch nochmal so ganz anders, weil wir sehen jetzt hier komprimiert auf 36 Minuten 6 Leute, aber die Tage bei denen, wenn der 5 Stunden schläft, hat er 19-Stunden-Tag. Und das kann sich gar nicht vorstellen, wie krass das sein muss, dann da wirklich auch, also auch langweilig oder ja. Also wenn er da jetzt so sinniert, was er gerne hätte und so, für uns wirkt das ja nicht so. Wir denken ja so, ja, du hast doch die ganze Zeit Action, du hast Holz gesammelt, dann hast du das Floß gebaut und passiert doch dauernd was. Ja, nee. Das ist ja alles Zeitraffer, so darf man nicht vergessen. Einigermaßen durchpennen kann, ohne dauernd vor Kälte wach zu werden. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Was war das für eine Fahrt? Ich gehe jetzt mal wieder da hinten, wo ich angelandet bin, hin. Ihr wisst, wie lang es sich anfühlt, wenn ihr im Wartezimmer beim Arzt sitzt, 1,5 Stunden, oder? Oder wenn ihr 5 Minuten Planks macht. 5 Minuten ist schon 1 Minute. Und werd die ganzen Überreste, also die ganzen Zeit Stämme, ist relativ, wissen wir die doch. Ich den ganzen Tag gehackt habe, aus dem Wasser ziehen, weil dann können die ein bisschen trocknen. Und dann kann ich die vielleicht morgen oder übermorgen noch verwenden. Vielleicht für eine andere Challenge. Nicht, wenn man die Zeltanleitung zu mir hat. So sieht's aus. Aber du kannst aufgepasst. Als Feuerholz. Weil die jetzt einfach da so liegen zu lassen, macht ja gar keinen Sinn. Zumindest erstmal raus aus dem Wasser, damit die trocknen können. Will er die später nochmal wieder benutzen? Das ist auf jeden Fall bisher der Tag, wo ich am meisten geackert habe. Was wirklich so die Laufstrecke und auch die körperliche Aktivität angeht. Aber trotzdem fühle ich mich immer noch gut. Ich fühle mich jetzt nicht so ultra schlapp, wie ich es mir hätte vorgestellt. Ich mache jetzt trotzdem mal kurz 10 Minuten, 15 Minuten Päuschen, gucke aufs Wasser. Und werde dann, glaube ich, nochmal hochgehen aufs Himbeerfeld. Denn wir wollen ja auch Abendbrot essen. Wir brauchen wieder ein bisschen Energie rein. Feuerholz müsste ich vielleicht auch noch vorbereiten. Das mache ich dann nachher hier. Und genau, aber jetzt erstmal 5 Minuten die Seele baumeln lassen. Boah, mückenmäßig ist es gerade so extrem. Ich mache meine Handy hier hin. 1, 2, 3, 4. Boah, guck mal, alleine auf der Mütze überall. Alter, guck's dir an. Es ist auf jeden Fall nur am Sonnenschein. Auf der Kapuze meine ich nicht, auf der Mütze. Deswegen auch Kapuze bei Sonnenschein auf. Also sobald ich zum Beispiel die Flasche festhalte, mit der anderen Hand sammle, werde ich an der Hand links hier mit der Flasche völlig zerstochen. Hat jetzt auf den Arm wieder ein bisschen länger gedauert, aber das Feld hier oben ist wieder ergiebig. Ich glaube, die hat er auch abgegeben, die Handschuhe. Ne? Morgens, mittags, abends. Smoothie. Ich liege gerade noch ein bisschen in der Sonne und das war wieder eine Möglichkeit, ja, die Gedanken schweifen zu lassen. Und ich wollte dich einfach mal teilhaben lassen daran. Ich glaube, dass das erste Projekt ist, die erste Tour, wenn man sie so nennen will, die irgendwie auch die Psyche stark fordert. Also nicht im Sinne von Willenskraft und Durchhaltevermögen und sonst was, sondern einfach dieses mit sich alleine sein, mit seinen Gedanken alleine zu sein, keine Ablenkung zu haben, sich nicht irgendwie, wenn ein komischer Gedanke kommt,
einfach ans Handy setzen zu können, Musik hören zu können. Es gibt viele Situationen, wo man negative Gedanken schnell und einfach ausblenden kann. Ne, sei es auf der Fahrradtour, man hört Musik, man quatscht mit den anderen, dies, das, man kann Sachen wegignorieren. Aber hier ist man nur mit sich alleine. Kein Handy, kein Internet, keine anderen Leute, nur man selbst. Ich aktuell noch mit 3 Gegenständen und der Natur. Und egal wie oft man es probiert, manche Gedanken wegzuschieben, es funktioniert nicht. Das Einzige, wie es funktioniert, das habe ich gemerkt, ist Ablenkung im Sinne von Arbeit. Ja. Schnitzen oder irgendwas. Leuchtet eins. Ich würde einfach jeden Tag eine Sendung machen oder mehrere. Also ich einfach merke für so mich zu, auf jeden Fall sehr... Mein Wilson wäre eine Kamera. Dass und dann würde ich einfach die ganze Zeit dieses Projekt da reinsprechen. Weil letztendlich auch ist das ja eh mein Job. Höhen und Tiefen hat. Ich glaube, das kommt auf der Kamera und in den Aufnahmen. Und ich sehe euch ja auch nicht. Nicht so oft rüber. Aber... Ich sitze ja auch alleine hier und rede einfach in einen leeren Raum. Voll euphorisch, übelst geil, Sachen, Projekte erledige, Challenges. Im Endeffekt ist die Challenge auch nur eine Ablenkung. Aber sie tut mir gut, definitiv. Ja, klar, Chat. Das, es tut mir auch gut. Aber bei einer Aufzeichnung zum Beispiel habe ich nicht mal Chat. Im Sinne von dreimal täglich essen, hochgehen, meine Himbeeren sammeln, hier unten meine Heidelbeeren sammeln, Wasser holen. Overmatic, das habe ich gesehen übrigens. Feuerholz machen. Das sind alles so Aufgaben, die ich irgendwie brauche. Ja. Es sind aber auch positive Gedanken, die hier kommen. Also, ne, es sind nicht nur negative. Aber es ist irgendwie komisch, weil ich diesen Zustand an sich von mir nicht kenne. Ich finde ihn aber irgendwie auch nicht schön. Aber ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe mir die Isolation einfacher vorgestellt. Das ist ja auch, ich dachte, mein größtes Problem sei der Hunger. Mittlerweile habe ich... Wenn ihr Into the Wild geguckt habt, den Film, oder das Buch gelesen habt, dann wisst ihr auch, die Message ist ja, was ist all das Schöne wert, wenn man niemanden hat, mit dem man es teilen kann. Denk mal drüber. Durch meine 3-fach Smoothies am Tag, und mein Körper hat sich wahrscheinlich dran gewöhnt, kein Problem mehr mit Hunger. Ich habe keinen Hunger. Ich habe auch keinen Energieverlust. Ich habe Appetit, ja. Aber das ist nicht so schlimm. Die meiste Sache, die mir wirklich zu schaffen macht, ist doch tatsächlich, wie Marin es befürchtet hatte bei sich, die Isolation. Krass. Also was heißt zu schaffen? Das ist ne, ich ziehe das Ding durch, auch alles gut. Aber es ist trotzdem das, was den größten Punkt ausmacht. Ich habe übrigens jetzt auch eine neue Taktik gegen Mücken entwickelt. Dicke Klamotten, dass sie nirgends durchstechen können. Hände in den Hosentaschen. Das heißt, die einzige Haut, die rausguckt, ist gerade meine Augenpartie. Aber dann mach doch Feuer. Mein Lippen und meine Nase, weil der Rest ist komplett bedeckt. Sollte sich eine Mücke nähern, dann gibt es folgende Technik anzuwenden. Entweder ein Luftstoß oder... Guck mal, wie sie wirklich kurz vor ihm da rumschwirren. Länger werden es. Da ist wieder eine. Wie gierig die sind. Für die ganz krassen, ihr könnt auch einziehen. Und einfach wegatmen. Flammenwerfer. Oh, seht guck ihr es an. Alter Schwede. Boah, ist das mies. Kannst ja auch nicht schlafen nachts. Ganz schnell hier oben Feuer an. Ja, man macht dir Feuer, ja. Weil hier alles voll mit Mücken ist. Also, man hält es hier sonst nicht aus. Das Gute ist, ich habe halt hier ja, alles. Mücken sind einfach der letzte Dreck. Ich habe genug Birkenrinde da, ich habe mein ganz Anzündholz da. Große Sachen, kleine Sachen. So muss das sein. Ich frage mich, ob die anderen auch so Probleme haben mit Mücken. Oder ob es als Gott die Mücken schuf, ne? Was hat er sich dabei gedacht? Nicht viel auf jeden Fall. Musik.
Achso, falls ihr jetzt denkt, ich bin irgendwie traurig, dass es hier nicht geklappt hat mit dem Floß, eigentlich nicht. Klar, ich hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn es auch das gemacht hätte, wofür ein Floß gedacht vielleicht ist. Vielleicht sollte er sich schwimmen. Eine Spinne suchen oder zwei, drei, die er dann so platziert, egal. Die auf ihn aufpassen. Das war jetzt ein Tag Arbeit, es sieht cool aus. Optisch ist es ein geiles Floß. Das kann ich noch lästigeres erschaffen als Wespen. Ja, ich konnte mir vorher schon fast denken, dass die Stämme einfach zu schwer sind und das halt keinen Auftrieb hat. Aber ich bin nicht traurig. Es war eine Herausforderung auf jeden Fall. Allein schon der Akt, dieses Ding alleine an einem Tag nur mit Säge und Messer zu bauen, ist schon... Und ohne Schnüre. Das heißt, wenn ich jetzt einen perfekte Schwimmkörper hätte, perfektes Holz, was einen guten Auftrieb hat, und ich baue das genau so, wie es da ist, mit anderem Holz, dann schwimmt es. Und als Learning reicht mir das. Der Tag ist jetzt vorbei. Ich habe heute nichts gemacht. Ich habe auch nichts gegessen heute. Keine Blaubeeren, gar nichts. Nichts, außer das Floß gebaut. Das wäre für mich ein sehr anstrengender Tag, aber der Tag ist wenigstens... Ja, aber Chris, jetzt muss man mal ehrlich sein. Der Tag ist sehr lang, weil ich mir nichts zu tun. Heute endlich hast du mal was gemacht. Sehr viel zu tun. Und ja, noch mal egal. Sagen. Schönes Ding. Optisch geil. Das sieht hier aus, ey. Wie auf dem Schlachtfeld hier. Alter. Ich muss morgen auf jeden Fall mal aufräumen hier. Ein bisschen alles Seite machen. Maßband liegt ja auch noch rum. Das Schlimmste ist aber für mich jetzt, dass ich heute meine Säge mit dem Messer unnormal penetriert habe. Also meine Säge ist mittlerweile... Das Schlimme ist ja, dass hier überall Harz dran ist. So richtige fette Harzschicht, die kriegst du gar nicht mehr ab. Vielleicht im Wasser irgendwie, oder ich weiß es nicht, oder Abschaben. Das ist richtig durch. Aber noch kaputter, also ich bin nicht gar kaputter, aber noch mehr gelitten hat mein Messer. Was ich gerade auch nicht mehr finden kann. Ich irgendwo hingeworfen oder so. Vielleicht trete ich ja rein. Tritt sich auf jeden Fall gut in den Fuß ein. Morgen ist der sechste Tag. Das heißt, der vorletzte Tag. Das Messer Tag. Irgendwo hingeworfen, ey. Geht's wieder nach Hause. In die Zivilisation. Und darauf freue ich mich ehrlich. Also, ich habe. Mir reicht's auch, ne? Also, so ist nicht. Ich bin jetzt nicht eins mit der Natur geworden. Ich komme gut klar. Hier draußen, aber. Nee, ich bin doch lieber, denn eher. Aber ich finde, er kommt irgendwie noch einigermaßen plitsch rüber. So. Er ist noch echt so. Gute Getränke. Bei sich. Hätte man ja am Anfang nicht gedacht, als er gesagt hat, ich nehme Seife. Und vor allem. Leute um mich rum und vor allem. Sachen, so Unterhaltung. So, du bist hier der Selbstunterhalter die ganze Zeit. Heute habe ich ja echt viel zu tun gehabt. Wegen dem Floß, welcome to my world. Den ganzen Tag. Aber die letzten Tage war das so, dass ich stundenlang einfach nur sinnlos. Rumgelaufen bin, irgendwo rumsaß. Also Leute, ich bin raus für heute. Wenn irgendwas sein sollte heute Nacht oder sowas, melde ich mich. Aber ansonsten nehmen wir es morgen früh. Ja, nur Fritz geruled, ne? So. Ja, krass. Ich glaube, heute Nacht wird es sehr, sehr kalt. Wir haben Blue-Himmel und du merkst, wie es einfach kälter wird. Und ich glaube, die Nacht wird richtig, richtig, richtig kalt. Noch ein bisschen Wärme tanken und dann geht's gleich da irgendwo da rein. Blue-Himmel. Ich verabscheue mich schon mal, sag schon mal gute Nacht und sehne mich zum Tag 6. Vorletzte Mal den ganzen Scheiß durchmachen. Ich kann keine Blaubeeren mehr sehen. Ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Tag 5 ging auf jeden Fall. Weil sie ein Feuerschild quasi deutlich gemacht, damit schneller die vorbei als die anderen. Abziehen. Durch das XXL-Projekt mit dem Floß, was zum Glück funktioniert hat. Auch wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Überleg gerade, könnte man sich ein Fliegengitter aus Moos oder so bauen? Ich sag gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Schlaf gut. Ich habe gerade Paranoia, dass hier der Felsen brechen könnte durch die Hitze vom Feuer. Das oh, so Alter, jetzt habe ich auch Paranoia. Was ist das für eine Art? Halleluja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Kann das passieren? Aber jetzt, wo er es gesagt hat, habe ich safe Schiss. Stell's dir mal vor. Das Ding, du bist einfach tot. Oder eingesperrt for life oder so. Fuck. Jetzt habe ich auch Schiss vor dem Fels. Aber ich habe das beobachtet hier bei denen,
die da direkt am Feuer liegen. Kann ein Felsen wegen Feuer brechen? Die sind auf einmal gebrochen. Einfach so, bäm. Und das sollte hier natürlich nicht passieren. Das Feuer ist völlig am Eskalieren. Nice, das Feuer. Wenn zu viel ist, gut. Ich würde mich safe anzünden in der ersten Nacht. Tief in der Nacht und es ist mal wieder super, super kalt. Ich sitze hier extra am Stein. Aber er hat Glück, Feuer. Irgendwie, dass das Feuer, also dass der Rauch vom Feuer so aus der Höhle rausgeht, ne? Sonst kannst du ja auch eine Rauchvergiftung oder so kriegen, ey. Wenn dir das die ganze Zeit in die Fresse ballert. Was? Fabio, was? Ah, er holt nur ein paar Gegenstände, die vor einer Day-Challenge... Ah, ne, hat er nichts, was er in der Day-Challenge weggesperrt hat. Das ist das scheiß Nothandy, Alter. Bodem. Alle. Ich will nicht sagen, ich glaube, ich weiß, was passiert, Aber das ist natürlich ein fieser Cliffhanger.